begeistert. Aber es ist ein kleines Feld, kennen wir. Es ist eben ein Rennen nur der Spitzenklasse, kein Volkslauf. 63 sind losgelassen, darunter ein Deutscher, Tom Groschel. Und wir haben gleich mal die Gelegenheit, wir sind am Kurs vertreten mit Anja Fröhlich, hat gleich mal die Gelegenheit, dorthin zu schauen. So erzählt. Ist einer, der sehr gerne sehr gleichmäßig läuft und oft hinten heraus auf der zweiten Hälfte des Marathons, auf den finalen letzten Kilometern noch Leute einsammelt. So jedenfalls hat er seine bisher beste internationale Platzierung erreicht bei den Europameisterschaften 2018. Dank der Reportage erwähnt, blicken wir nochmal zurück auf Kenia. Geoffrey Kamworo, einer davon im Juni 2020, Trainingslauf gemacht, von einem Motorrad angefahren worden, gebrochene Schienbein, Operation, zurückgekommen. Jetzt hier bei diesen Weltmeisterschaften, das ist seine erste große Marathonmeisterschaft. Ein anderer sollte auch laufen, Lawrence Chiro. 13 Grad waren es heute Morgen beim Start um 6.15 Uhr. Also mich hier oben im Stadion, genauso wie für dich, Peter, ist auch eine Jacke an. Könnte es ein bisschen wärmer sein. Und das wird schon beide hier wieder bei den Weltmeisterschaften im erneuten Platz 121. Das sind jetzt Läufer, die man auch mal ein bisschen voranstürmen lässt, die jetzt vielleicht auch mal weggelassen werden. Wir bilden zusammen eine Agglomeration, Springfield und Eugene Country. Aber natürlich ist das hier auch in den letzten Jahrzehnten alles hochtechnologisiert worden. Hier gibt es einige Unternehmen aus dem IT-Bereich und natürlich den großen Schuhhersteller, der dann aber aus Eugene nach Norden gezogen ist, Richtung Portland. Nike. 2 Stunden 6 Minuten 56. Also sehen es, die da vorne sind, die können alle Zeiten locker laufen unter 2 Stunden 10 Minuten. Das ist für den einzigen Deutschen, den wir hier haben, von Tom Gröschel, der für TC Fico kommt dann wieder auf der anderen Seite dieser breiten Straße zurück. Es gibt ganz viele Brücken hier über diesen Fluss, auch einige, die nur den Fußgängern und Radfahrern vorbehalten bleiben. Von der Universität kann man rüberkommen in den Park, diesen Elton Baker Park, das machen viele. Überhaupt stellt man fest, dass hier sehr viele Leute sich joggenderweise durch die Straßen bewegen. Viele Hobbyläufer, die sich inzwischen diese Schuhe dann auch leisten, die dann locker über 200 Euro kosten, die dann damit unterwegs sind, aber eigentlich damit gar nicht unterwegs sein sollten, denn nicht jedem hilft das. Dazu muss man sich dann auch eben eine bestimmte Technik stemmen, die es in Kenia gibt. Die Äthiopier, die jetzt hier schon mit 3 starten, also mit allen 4 sogar schon, in vorderer Linie vertreten sind. Also das ist die Nation, die es hier zu schlagen gilt. Die Kenianer verstecken sich mit Kamworo. Bei starken Läufer Kengo Suzuki angeführt werden. Der ist ja im Februar im letzten Jahr in Ozu Landesrekord gelaufen. 2 Stunden 4 Minuten 56 schon bei den Gehern abgeräumt. Mit Gold und Silber über die 30 Kilometer. Und mal schauen, was sie hier im Marathon zu leisten imstande. Lange Zeit, um dann vielleicht irgendwann mal auch zu reagieren, wenn dann die Antritte kommen werden bei Kilometer 30. So, die Halbmarathonzeit, 21 Kilometer, müsste auch gleich, ja, die ist schon durch. Kiptum hat für Kenia dort als erster passiert bei 1:04:08. Das heißt, nehmen Sie das mal zu. Laufen kann. Die da vorne sind jetzt wesentlich schneller. Ja, hier ist da hinten in dieser dritten Minigruppe. Das sind noch 4 Mann zusammen vorne, aber ein paar mehr. Also ein Dutzend Läufer hier vorne haben sich schön herrichten, die ja hier morgen auch auf dieser Strecke über es möglich mit den besten Marathonläufer der Gegenwart eine Zeit unter 2 Stunden zu laufen. Das hieße ja dann auch ein 3-Minuten-Tempo über den Kilometer durchzuhalten. Was man jetzt schon sagen kann, die US-Amerikaner sind hier auf eigenem Terrain schon geschlagen. Galen Rupp hat abreißen lassen, auch die anderen beiden, die mit dabei waren, können diesem Tempodiktat der Afrikaner nicht mehr folgen. Vorne Tola sehen, das wird immer schneller. Ja, Current Pace, also
Müsste jetzt so 15, 20 Meter schon sein zu den anderen Verfolgern. Also Abdina G., der in Rotterdam diese 204,56 gelaufen ist, ist auch nicht mehr mit in dieser Gruppe. Nur noch der Belgier mit auf Tuchfühlung. Bashir Abdi, der Zweiter geworden ist in Rotterdam. Kenia, das möchte natürlich Geoffrey Kamworor verhindern, der hier die Verfolgergruppe anführt. Über die Geschichte von Geoffrey Kamworor haben wir ja schon gesprochen. Über die 10.000 Meter Knöchel, Verletzungen im Vorfeld, konnte nicht starten in Tokio, absolvierte dann noch einen Marathon. Gehen kann. Der nächste, der aus dieser Fünfergruppe rauszufallen scheint, Peter, ist der Mann aus Tansania, Gabriel Gerald G. In Mailand ja seine persönliche Bestleistung aufgestellt. Im letzten Jahr in Boston, in diesem Jahr Vierter geworden. Das ist Peter, schau mal nach, Tom Gröschel, für alle, die zu Hause dem Marathon folgen. Er ist jetzt 49. Also hat sich ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Rückstand genau 5 Minuten. Er kann das Tempo jetzt mit 3:10 nicht mehr ganz halten pro Kilometer. Und wie gesagt, nach vorne. Schwierig dann noch unter die ersten 40 zu kommen. Das sind schon noch 2 Minuten, die er dann, kein Zeichen von Schwäche zu erkennen. Bei einem, der auch mal dran ist mit einem großen internationalen Meisterschaftserfolg. Und hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen bei diesen Vieren, diesen zwei Duos, die sich da dahinter um die weiteren Plätze streiten. In knapp 15 Minuten wissen wir, wer der neue Weltmeister ist. Dass sie zu sich nehmen oder sehr verdünnt. Keine sehr süßen Flüssigkeiten mehr jetzt am Schluss, die man gar nicht mehr richtig aufnehmen kann. Wie gesagt, so eine schnelle Cola wird immer noch manchmal probiert, aber bei den so, gleich sind wir da am Anzen Stadium. Ja, nochmal Geremev mit einer Attacke. Auf Silber kann Abdi jetzt das wieder kontern, wie eben an der Steigung. Die gehen jetzt all in, wie man hier sagt. Geben das Letzte. Mit nicht nur der schnellsten Zeit seines Marathons in Eugene durchgelaufen, sondern er ist auch mit Championship Record unterwegs und das wird eine Topzeit mit 2 Stunden, 5 Minuten und 35. Er wartet jetzt auf seinen Teamkollegen, dass der auf dem Silberrang einkommt. Das sieht alles danach aus, dass er wieder Zweiter wird, wie vor 3 Jahren bei den letzten Weltmeisterschaften. Mosinet Geremev, 3. Richtung Bronze unterwegs ist, wie bei den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Also Doppelsieg wieder für Äthiopien und Kenia. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das ist lange nicht mehr vorgekommen, dass Kenia ohne Medaille auskommt. Aber doch, 2015 war es der Fall. Keine Medaille im Marathon für Kenia. Und Kamworor wird nur Vierter bzw. Fünfter in diesem Rennen, denn der Kanadier Karen Levens hat ihn überholt. Also Doppelsieg für Äthiopien, dahinter der Belgier Bashir.